Wir steigen ein in das letzte Spiel der Gruppe 3. Rasenball Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Eben schon erwähnt, beide Mannschaften sind durch die Vorrunde marschiert. 6 Punkte. Ein Unentschieden würde den Leipzigern reichen zum Gruppensieg. Aber die Wolfsburger, sie gehen in Führung. Durch, müsste Cesai gewesen sein, ganz klar im Moment. Jawohl, Gibril Cesai. Der ist von gestern noch in Erinnerung geblieben, weil er gestern schon einen tollen Turnierauftritt hingelegt hat. Zusammen mit Jesaja Herrmann. Auch ganz starker Eindruck. Wolfsburgs Nummer 9. Herrmann ja der zweitbeste Torschütze der Wolfsburger in der Regionalliga. 6 Tore hat er erzielt in 13 Spielen. Und auch an diesem Wochenende hier beim Fullback Cup dabei und die Frühführung von Cesai. Nächste Aktion, das nächste Tor. Und es war wieder Gibril Cesai, der lächelt, ja? Wolfsburg präsentiert sich hellwach heute Morgen. Und der Lust auf den Gruppensieg und jetzt die Leipziger. Auffällig gestern auch noch der Keeper der Wölfe, Antonio Brandt. Er erzielte das erste Torwarttor des Turniers. Gehen wir jetzt das 3-0 sehen. John Yeboah. Linke Seite. Die Wolfsburger zeigen, dass sie Lust haben, heute weit zu kommen. 7. Teilnahme der Wölfe. Noch nie reichte es für eine Finalteilnahme. Vielleicht ja am heutigen Tage. Leipzig, gestern schon erwähnt, zum allerersten Mal überhaupt dabei in Lübeck. Und in der Verfassung von gestern auf jeden Fall ein Gewinn für diese Veranstaltung. Tor der Leipziger, ein ja, sozusagen Einheimischer mit Joshua Weking aus dem Kreis Minden hier ansässig. Also es gibt auch schon heimische Talente, die den Sprung dann doch schaffen in die Nachwuchsleistungszentren. Während hier die Leipziger jetzt zurückkommen in dieses Spiel. Murat Mahmudov, schön gespielt da. Vorlage kam von Naut Pablo Mekonnen.
Hertha Leipzig. Gestern einige Comeback-Spiele erlebt, wo selbst eine 3-Tore-Führung nicht ausreichte. Was wieder jetzt hier sei. Guter Schussversuch hier, Antonio Brandt. Der Brand. Leipzig bleibt bei zwei Spielern vorne. Jetzt hinten auf eine Unterzahl, ganz bewusst. Will die kontrollierten Bälle vor das Tor verhindern. Hier Freistoß gepfiffen. Vom Schiedsrichter der Partie, Christoph Gerling vom VfL Pforzheim. Das war ein guter Schuss ins Tor. Fabrice Hartmann. Fabrice Hartmann. Er bleibt sich gar nicht. Steht nur noch 2:3. Zack, das Spiel. Der Flachländer. Und das Spiel wird den Erwartungen auf jeden Fall gerecht, wenn wir jetzt das 3:3 sehen. Tom Kraus, Rams, zum Ausgleich. 3:0 Wolfsburg, 3:3. Wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es ist in diesem Jahr unglaublich torreich. Gestern schon Tore ohne Ende gefallen. Teilweise Spiele, die mit 9 oder 10 Toren beendet wurden. Und heute geht das so weiter. Das ist Cesai. Und das ist ein Zauberfuß. Diesen Lupfer setzt er leicht an die Latte. Also der Junge macht richtig Spaß. Technisch hier mit der stärkste Spieler im Turnier und wenn Wolfsburg weit kommt, auf jeden Fall ein Top-Favorit hier, Top-Scorer zu werden. Dann hat schon eine Menge Torbeteiligung. Gestern und heute. John Yeboah. Wieder Yeboah. Ein Hackenversuch hier. Und fast das 4:3 Leipzig. Wir hätten das Ding hier komplett auf links gedreht. Und sie haben Bock drauf. Da ist Brandt. Nachschussversuch geblockt. Nächster Nachschuss. Und Brandt mit einer tollen Parade. Da kriegt er die Pranken noch gerade hoch. Und glaube ich, aber auch im Gesicht getroffen. Da war Speed hinter.
gibt aufmunternden Applaus aus der Halle. Steht aber wieder. Alles gesund und munter. Gut gespielt und das war Freistoß verdächtig auf jeden Fall. So, Gerling hat es wahrscheinlich so beurteilt, dass beide ziehen. Dann wird das Ganze vertretbar. Freistoß jetzt für den VfL Wolfsburg. Ballbesitz bei Antonio Brandt. Klasse rübergespielt, der Ball. Und dann Pfosten. Maximilian Janke. Oh, gut gerettet, der Ball hier von John Yeboah. War wichtig. Es geht rauf und runter. Beide Mannschaften wollen unbedingt das Ding für sich entscheiden. Wieder die Wolfsburger. Leipzig, wie gesagt, würde ja ein Unentschieden reichen, um den Gruppensieg in Gruppe 3 einzufahren. Und dann haben wir nur noch zwei Vorrundenpartien vor uns, bevor es dann richtig um die Wurst geht. Dann starten wir mit den Achtelfinals. Und dann kommt hier nochmal richtig Musik rein. Und das bei den Spielverläufen und bei diesem tollen Spiel, das eine weitere Wendung nimmt. Durch Tyson Richter, der hier trifft zum 4:3. Ganz genau ausgemessen, das Tor und die Wölfe wieder vorne. 4:3 trifft vor Pet. Also ich mache den Job hier jetzt im dritten Jahr. Aber so spektakulär, so atemberaubend war noch keine Vorrunde seitdem. Das macht jetzt schon richtig Spaß. Nichts von einer angezogenen Handbremse zu spüren. Die Mannschaften ballern richtig los. Drei Minuten noch zu gehen. Ja, Mann. Den Ball auf Brandt, technisch ganz toll. Spielt da zwei Spieler aus. Und jetzt mit zwei gegen eins auf den Torwart zu. Quergespielt das Tor. Lukas Scholz. Aber das Ding muss zu 50% auf Antonio Brandt gehen. Der da zwei Spieler ausspielt, der mal da nach vorne bekommt. Und dann die, ja, zwei gegen eins Überzahl. Zwei Spieler gehen auf den Torwart zu. 5:3 für den VfL Wolfsburg. 1,50 vor dem Ende. Damit ein ganz großer Schritt Richtung Gruppensieg für den VfL. Die Leipziger aber nochmal mit der Chance. Klasse rübergespielt. Toll vollendet. Tom Kraus.
spielen diese Überzahl richtig stark aus. Beide Mannschaften, genaues Passspiel, gute Passschärfe. Die Mitnahmen funktionieren im ersten Kontakt. Das alles zeugt von hoher Qualität bei beiden Teams. Während wir jetzt in die letzten 60 Sekunden dieser Partie gehen. Letzte Spielminute, es fallen wieder mal sehr viele Tore auch in diesem Spiel und da ist auch alles drin für RB Leipzig. Eckball nochmal für Leipzig. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Ein Tor und Leipzig ist hier Gruppensieger. Das fällt fast. Jetzt die Wolfsburger mit der Chance zur Entscheidung. Aber der Ball geht dann doch recht weit am Tor vorbei. Wolfsburg rückt gleich auf, um leicht Druck zu machen. 30 Sekunden sind noch auf der Uhr. Hier kann voll gepfiffen. Vorteil. Leipzig bleibt im Ballbesitz. Jetzt haben wir gespielt, die Wolfsburger Abwehr, sie steht. Und jetzt fast die Entscheidung. 11 Sekunden haben wir noch. Noch die Möglichkeit für Leipzig, noch zu einem Abschluss zu kommen. Das war klasse gespielt. Abschluss, klappt daneben, Abpraller. Aber dann ist der Wolfsburger da. Wolfsburg gewinnt mit 5:4 und sie hat sich den Gruppensieg. Gewinnt.